Seid gegrüßt, Freunde der Fahrschule beim Marker A. Heute sprechen wir über die unterschiedlichen Überholverbote, die es da gibt. Es ist auch den meisten nicht klar, dass es eine Vielzahl an Überholverboten gibt. Für meine Kunden aus der Fahrschule habe ich da auch ein paar Eselsbrücken immer vorbereitet, die es einfach leichter machen, dass man sich diese dann auch merkt. Ich unterteile ganz gerne die Überholverbote in absolute und in relative Überholverbote. Absolute. Absolute Überholverbote bedeutet, man darf nichts und niemanden überholen. Voll wurscht, ob das ein PKW ist, ein Moped-Auto, ein Fahrrad, Ameise auf Rollschuhen, das ist vollkommen egal. Absolut heißt, es wird absolut nicht überholt unter keinen Umständen. Und das gilt auf der Eisenbahnkreuzung, auf einem ungeregelten Schutzweg und auf einer ungeregelten Radfahrerüberfahrt. Ja, da gibt es einmal gar nichts. Ja. Vor einem Schutzweg darf ich sie wohl überholen, wenn ich mich wieder einordnen kann, komplett, sonst würde ich ja darauf überholen, das ist ja verboten. Und ich natürlich auch anhalten kann, wenn ein Fußgänger beabsichtigt, den Schutzweg zu überqueren. Also Überholweg und Anhalteweg muss ich vor einem ungeregelten Schutzweg ausgehen. Dann habe ich eine Eselsbrücke, die da lautet: Tacho dreimal Platz. Preis. Ja. Tacho bedeutet, ich darf auch beim Überholen die Höchstgeschwindigkeit nie überschreiten. Ja. Wir wissen aus der Judikatur, um gefahrlos und auch nicht behindert zu überholen, muss ich mindestens 20 km/h Geschwindigkeitsunterschied erreichen. Zum Beispiel, ich befinde mich in einer 30er-Zone, vor mir ist ein Radfahrer, der fährt 20, dann brauche ich gar nicht mehr darüber nachdenken, ob ich den zu überholen oder nicht, darf ich nicht. Ja, weil ich würde die Höchstgeschwindigkeit überschreiten, weil ich müsste zumindest mit einem 40er kurz zumindest einmal fahren und das ist nicht erlaubt. Also auch im Überholen ist die Höchstgeschwindigkeit niemals zu überschreiten. Dann dreimal Platz. Das bedeutet, sehe ich weit genug, das heißt die Überholsichtweite muss ausreichen. Da werden die meisten Fehler eigentlich gemacht beim Zeitwegmanagement, dass die Leute sich dann ein bisschen unterschätzen. Hoppala, der Gegenverkehr ist doch schon etwas knapp. Der Seitenabstand ist einzuhalten, der seitliche. Hängt natürlich auch immer von der gefahrenen Geschwindigkeit grundsätzlich ab, aber so als Faustregel bei mehrspurigen Fahrzeugen zumindest 1 Meter, bei einspurigen Fahrzeugen mit Radfahrer mindestens 1,5 Meter Seitenabstand. Auch hier bin ich in einem engen Gassen unterwegs, vor mir ist ein Radfahrer. Auch da gibt es kein Überholen, weil ich kann da in der Regel den Seitenabstand nicht einhalten, dass in Gefahr das Überholen möglich wird. Und habe ich eine Überhollücke. Das ist vor allem dann, wenn ich in einer Kolonne mehrere Fahrzeuge überhole, muss ich mich ja unter Umständen zwischen zwei Fahrzeugen wieder einreihen. Wie groß soll so eine Überhollücke sein? Naja, sobald ich mich eingereiht habe, brauche ich natürlich immer noch genug Sicherheitsabstand zu dem Vordermann. Das heißt, wenn der jetzt eine Vollbremsung hinlegt, nachdem ich überholt habe, muss ich auch noch sicher zum Stillstand kommen. Das heißt, Sicherheitsabstand nach vorne. Aber den ich überholt habe, auch dessen Sicherheitsabstand darf ich nicht unterschreiten. Das heißt, ich darf nicht mich knapp vor dem hineinzwicken. Weil muss ich aus irgendeinem Grund auf einmal eine Bremsung hinlegen, knallt der mir ja wieder hinten hinein. Das heißt, ich brauche auch dann den erforderlichen Sicherheitsabstand nach hinten. Das bedeutet, ich brauche zweimal Sicherheitsabstand plus die Fahrzeuglänge. Das ist eine Überhollücke, die ausreicht, um sich gefahrlos einzuordnen. Auch hier als Faustregel kann man sagen, das überholte Fahrzeug muss komplett im Mittelspiegel sichtbar sein, bevor ich mich wieder rechts einordne. Dann passt jedenfalls der Sicherheitsabstand nach hinten. Und natürlich muss ich dann auch den Abstand nach vorne auch noch richtig einschätzen. Und dann 3S,
Das bedeutet, ich muss mich davon überzeugen, werde ich selbst überholt? Fragezeichen. Auch hier, man fährt die längere Zeit in der Kolonne nach, schaut schon immer ein bisschen vor, man druckt schon ein bisschen an, sagt man da auch, und jetzt hat man endlich die Gelegenheit und dann zieht man raus. Ja. In dem Augenblick kann es natürlich nur sein, dass von hinten zum Beispiel schon ein Motorradler daherkommt, der schon längst zum Überholen angesetzt hat, oder ein anderer, der sich eben früher dazu entschlossen hat, zu überholen. Daher vergesst bitte niemals einen Dreisblick, bevor er zum Überholen ansetzt. Auch hier passieren immer wieder gefährliche Situationen und auch böse Unfälle, krachen Motorradler. Ja, weil der zupft ein bisschen an und zwickt sich vor. Ja, daher vergesst das bitte niemals, den Dreisblick. Und nun schreiten wir zu den relativen Überholverboten. Relativ bedeutet, gewisse Fahrzeuge darf ich überholen, andere jedoch nicht. Unter gewissen Umständen darf ich überholen, unter anderen Umständen nicht. Ist also relativ. Und da gebe ich meinen Kunden immer mit als Eselsbrücke. Zweimal Kraftfahrzeug, zweimal Fahrzeug und zweimal Sicht. Bei Kraftfahrzeug und Fahrzeug sind immer mehrspurige Kraftfahrzeuge oder mehrspurige Fahrzeuge gemeint. Das eine ist dieses Verkehrszeichen hier. Eine sogenannte Bahnbarke, das bedeutet, wir sind 80 Meter von einer Eisenbahnkreuzung entfernt. Es steht in der Spalte bei mehrspurigen Kraftfahrzeugen. Was will uns das daher sagen? 80 Meter vor einer Eisenbahnkreuzung ist das Überholen von mehrspurigen Kraftfahrzeugen verboten. Ich darf einspurige Fahrräder, Motorräder überholen und auch Pferdefuhrwerke. Wenn ich mich komplett wieder einordnen kann von der Eisenbahnkreuzung und auch anhalten, falls sich ein Zug annähert. Das zweite ist dieses hier. Das Verkehrszeichen hier bedeutet, Überholen verboten von mehrspurigen Kraftfahrzeugen. Das heißt, ich fahre mit einem Pkw, ich darf keinen Pkw überholen, ich darf keinen Lkw überholen, kein Moped-Auto, also diese Exans. Ich darf aber alles überholen, was einspurig ist, und ich darf alles überholen, was kein Kraftfahrzeug ist, also zum Beispiel ein Pferdefuhrwerk. Und ich darf alles überholen, was ich rechts überholen darf. Wie zum Beispiel Linksabbiegen, sich zum Linksabbiegen eingeordnet haben und auch blinken. Das daneben heißt, Überholen verboten von mehrspurigen Kraftfahrzeugen für Lastkraftfahrzeuge über 3,5 Tonnen höchstzulässige Gesamtmasse. Das heißt, was betrifft B-Lenker niemals, sondern es betrifft die C-Lenker. Ja, selbst wenn ihr mit der B-Berechtigung mit einem LKW fahren solltet, was ihr ja dürft, betrifft euch das nicht, weil hier fahrt ihr nur LKWs bis 3,5 Tonnen höchstzulässiges mit der Lenkberechtigung B, und das gilt aber für LKW über 3,5 Tonnen höchstzulässiges. So, jetzt gehen wir zur nächsten Spalte über. An einer ungeregelten Kreuzung, wo es also keine Ampel gibt, ist das Überholen von mehrspurigen Fahrzeugen verboten. Ja. Hier ist es vollkommen egal, ob das Fahrzeug einen Motor hat oder nicht. Sobald es mehrspurig ist, darf ich hier nicht mehr überholen. Ich darf hier aber sehr wohl rechts überholen, eben Linksabbieger, die sich zum Linksabbiegen eingeordnet haben, und auch blinken darf ich rechts überholen. Es ist aber verboten, links zu überholen. Außer ich befinde mich auf einer Vorrangstraße.
Auf Vorrangstraßen ist das Überholen von mehrspurigen Fahrzeugen an ungeregelten Kreuzungen hingegen erlaubt. Und ich darf keine überholenden mehrspurigen Fahrzeuge überholen. Das heißt, überholen als drittes Fahrzeug, ja, ist verboten. Ja. Das gleiche gilt auch, wäre hier ein Motorrad, dieses wird von einem mehrspurigen Fahrzeug überholt, dann darf ich dieses auch nicht überholen, denn ich darf keine mehrspurigen Fahrzeuge überholen, selbst überholen. Ja. Sollte jetzt hier ein mehrspuriges Fahrzeug fahren, das wird von einem Motorrad überholt, zum Beispiel, dann übrigens ist es erlaubt zu überholen als drittes Fahrzeug, weil das hier ist ja ein einspuriges Fahrzeug. Hier gibt es dann auch wieder nochmal zwei Ausnahmen. Befindet ihr euch auf einer Autobahn, ihr habt drei Fahrstreifen zur Verfügung, vollkommen unerheblich, ob die jetzt mit Bodenmarkierungen markiert sind oder nicht. Auf einer Autobahn kann ich mit drei Fahrstreifen auch immer als drittes Fahrzeug überholen. Oder ich befinde mich auf einer Freilandstraße, habe wieder drei Fahrstreifen in meiner Fahrtrichtung. Diese müssen jetzt durch Bodenmarkierungen voneinander getrennt sein. Auch hier ist es erlaubt, als drittes Fahrzeug zu überholen, wenn ich eine Sperrlinie zum Gegenverkehr habe und diese nicht überrage. So, und dann haben wir noch zweimal Sicht. Bei schlechter Sicht wie Nebel, Regen, Schneefall ist natürlich Überholen verboten oder auch vor unübersichtlichen Straßenstellen, wie vor einer Kuppe oder vor einer Kurve. Auch hier ist Überholen verboten, außer, ist ja wieder ein relatives, wir haben eine Sperrlinie zum Gegenverkehr und überragen diese nicht. Und nicht überragen bedeutet, kein Fahrzeugteil darf beim Überholen über die Sperrlinie drüber ragen, sprich auch nicht der Seitenspiegel. Ihr seht also, es gibt eine Vielzahl an Überholverboten. Die meisten kennen eigentlich nur das und dann, wenn das Verkehrszeichen nicht aufgestellt ist, wird überholt, auf Teufel komm raus. Aber es gibt derer viel mehr. Ich hoffe, ihr habt jetzt wieder ein bisschen was dazugelernt, einfach Mandy heute. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr mir eure Erfahrungen mit Überholen oder mit Slift-Überholmanövern auf meinem